And now, Game Drones, Episode 4. An diesem Episode von Game Grounds handelt sich alles um D3. Für was? Weil da ultra viele News rauskommen sind. Und für alles so zu coveren, aber es mir interessant zu machen, habe ich einen Gast angelötet. Das Ganze ist aber ein bisschen lang gehen. Tisch von der Welt könnt ihr ruhig ein Video am Hintergrund laufen lassen und innerhalb des Anschluss machen, weil so viele Visual Effects werden nicht dran sind, mir einfach so als Podcast halt genießen. Viel Spaß! Kommen wir zu unserem Gast, und zwar haben wir heute Bongos Mesher. Okay, Maja, wie gesagt, das fängt E3-Episode, das heißt, fängt mal an von der Un, ja. Dass der ICS, was den anderen so sehen. Wann ist schon nach, sonst nach Sachen beizufügen, dann haben wir das ja noch. Mein Eindruck, also es sind Anfang an E3 rangegangen mit der Expektion, dass da mega coole Sachen kommen. Einfach weil lo so lange nicht kommen als für coole Games. Letztes Jahr war natürlich am Fokus von den neuen Konsolen, natürlich los sind dann die neuen Games dabei kommen für die neuen Konsolen. Und am Anfang haben sie das aufgeliefert, es sind mega viele Spiele gekommen. Ich war ein bisschen enttäuschend, weil das extrem viel CGI-Material war, nicht viel Gameplay-Material war, ganz viele Sachen. Ja. Schon noch ganz viel von Nintendo erwartet. Sie haben dazu einem Deal erfüllt, ich fand. Sie coole Sachen angekündigt. Den neuen Shooter Splatoon fand ich ziemlich cool. Ja, das ist schön. Ich fand Look noch nicht so interessant. Ich habe aber schon ganz viel so Hands-on-Berichte geguckt und gelesen. Und da sind wirklich coole Sachen dabei rausgekommen. Also, Leute gesucht, dass sie, ganz viele Leute gesucht, dass sie noch nie so viel Spaß bei einer E3 gehabt hätten. Dass anscheinend wirklich das Ganze frisch aufhält und ganz ernst ist und wirklich sie gesagt, das war ja wirklich typisch Nintendo-Shooter. Natürlich war Nintendo eben tatsächlich ein Shooter, Multiplayer, kompetitive Multiplayer-Shooter gemacht. Und kompetitiv Multiplayer-Shooter fand ich immer cool. Natürlich 1A. Und dann Microsoft hat von Anfang an gesagt, okay, wir konzentrieren uns auf Games. Pressekonferenz selber mit den Spielern, die ich vorgestellt gesehen habe, die ich cool fand. Mehr war dann am interessantesten, weil das war einfach, dass sie gesagt haben, okay, wir wissen, was der Welt. Wir haben letztes Jahr ein bisschen verkackt mit unseren Fans. Das Jahr haben wir am Anfang wirklich, aber wissen wir, was sie wollen. Und wir gehen erst einfach mit Games, sonst gut nicht. Und das habe ich wirklich cool fand. PlayStation oder Sony. Die hatten stark gestartet bei ihrer Pressekonferenz mit vielen guten Spielern. Und dann hatten sie auf eine halbe Stunde oder drei, vier Stunden, wo sie dann Filme, ich weiß nicht, alles vertraut haben, an Zuhören, du unserem Dad gemacht, was die nicht so machen bei einer Pressekonferenz. Das ist wirklich so die Bier aufgegangen. Und dann plus war es so spät oben schon und ich war schon so mit. Und ich war aber noch bis 5 Uhr abstudentlich. Und dann wird. Gut, dann ist man richtig nach drauf gekommen. Dann kannst du nämlich durchklicken. Ja, genau. Und plus. Ja. Von daher. Ja, es war Sony ganz okay. Sie hatten ein paar starke Spieler mit Pressekonferenz und mehr. Und Ubisoft fand ich sehr stark. Schon, letztes Jahr hatten sie auch schon eine starke Vorstellung. Letztes Jahr hatten sie Division 4 gestaltet, das Jahr auf Dream Division, nur Dream genial ausgesehen. Ja. Und Rainbow Six hat mich auch überrascht. Das hast du recht viel gesehen, dass du abends gekommen hast. Naja, du musst gucken, das ist einfach so, was. Das ist mega interessant, weil du warst nicht nur ein Haus, aber ein ganz kleines Haus fixiert. Du siehst, das 5 geht 5 und die haben einen Geisel geholt am Haus und du musst eben probieren, die Geisel zu befreien. Und du warst schon an dem Haus. Das ist ein ganz kleiner Raum, du musst ausspionieren, wo sie sind, positionieren. Du kannst durch Mauern schießen, du kannst Mauern explodieren lassen, du kannst verschiedentlich Punkten wählen, wo du an das Haus rangehst. Und das ist wirklich interessant, das fand ich cool. Okay, cool. Das war mein großer Monolog von der E3. So ganz, wirklich nur ganz grob gesehen, weil es war so viel Informationen von Nintendo. Ich sehe schon noch gut in den Detail gegangen. Super Smash war das mega cool, Turnier mega cool. Ja. Maja. Und du? Ich sehe mal ein bisschen ruhig. Ja. Maja, ja, mir geht es ja am Anfang um dich. Also, ja. Also Le Gast. Ah, ja. Ja, also, also wenn was der was eigentlich mit der Ingame-Grafik zu tun hat, weißt du, was einfach so ein die typisch tolle Filme von Metal Gear Solid, die sind immer CGI, also das ist nicht Ingame-Engine. Das verstehe ich immer wieder. Ja, das ist einfach, du sagst, das animiert gegen alles Film sozusagen, ist das nicht, dass du ganz interaktiv da noch irgendwie etwas machen kannst.
computer-generated interaction. Nee, computer-generated interface, oder ich sag. Okay. Kommen wir noch ein bisschen speziell mit Einzelspieler, zum Beispiel Evolve. Yep. Aber Evolve hat am Anfang schon, hatte ich vor der E3 schon verschiedentlich Video geguckt. Und zwar gab es da ein Event schon vor der E3, wo verschiedene Journalisten konnten nicht gehen. Und am Anfang war ich mega skeptisch, weil es drum so grob blöd ausgesehen, so grob brung von der Grafik, weißt du? Ah, okay. Also so wie klassische Shooter daneben. Mir schlussendlich aus dem Prinzip von Fire Gate 1 wirklich anscheinend gut umgesetzt. Wir sind in den Klassen, bei denen Fire Leute spielen an Monstern. Monster ist auch verschiedene Klassen und das muss ich dann während der Run muss das sich und deren Rob-Leveln sozusagen, dass der da bufft und, okay. Und kann auch verschiedene Fähigkeiten Rob-Leveln während dem Ganzen. Natürlich kannst du entscheiden, ja, machen ich nur, dass ich in Größe stehen kann, mehr stark heilen oder sich dann echt noch so ein Burst, dass ich aber schnell fortkommen kann. Du kannst doch verschiedene Sachen rob-leveln, ein bisschen Individualität quasi. Aber von dem her scheren nun, aus dem Koop-Aspekt von den Fire Light anscheinend mega wichtig, weil du musst wirklich gucken, dass du zusammen schaffst. Du hast dann eben den wichtig, dass eben noch, dass du doch weißt, wo das Monster sich auf der Map befindet. Das heißt, du hast eine Klasse oder nee, zwei Klassen, die zwei verschiedene Art und Weise nur vier eben rausfahren, für zu scouten eben. Das heißt, rausfahren, wo du gegen hast. Dann ist der Medic, da gehen auch zwei verschiedene Klassen bei Medic, bis du hast, das ist eben nicht was gewusst hast. Dann ist eben die typische andere Klasse, wie so eine typische Assault, ich weiß nicht genau, wie ein ich meine, das sogar Assault. Und dann noch Support. Nein, das ist Medic. Ja, ich weiß nicht, wie das in deiner Klasse, aber mir war also eben wirklich wichtig, dass die Pferde zusammen schaffen. Von dem habe ich gelesen und dann gesehen und kriegt wirklich gute Bewertungen und gesagt, also soll ich mehr cool ausspielen, wie das gesagt. Zum Beispiel mit dem Monster Hoplevel, ich hatte schon in den Stream ein bisschen geguckt. Mhm. Und ich fand dann irgendwie Monster, aber schon nicht genug abgepasst. Aber irgendwie so das Monster irgendwie, wow, das ist halt ein fettes Monster, du triffst es nicht. Ja, ja. Es ist ein bisschen, ja, es ist effektiv auf den ersten Blick, bist du da, wie wenn es mega langweilig wäre für das Spiel. Es ist einfach, du bist ein fettes Monster und du schläfst die ein bisschen oder so etwas. Anscheinend sollst du echt ein paar verschiedene Monster zur Verfügung haben. Dies kannst du auswählen am Anfang vom Start und zweitens kannst du eben auswählen, was du eben rumlevelst, wodurch dann eben, und dann ändert sich Taktik natürlich auch immer. Das ist auch ganz oft so, dass du umgereist und dann musst du dich auch zurückziehen, da gehst du dich auch mit vielen Monster und anderen Dieren rumhielen. Und gleichzeitig ist es dann auch in den Hunteren, also eben für deren zu killen, für das. Monster sich kann nicht darunter rumleveln. Mhm. Das heißt, du kannst auch auswählen, okay, gehst du direkt auf Monster oder gehst du durch Team sein erstes Fort holen. Ah, okay, das ist natürlich interessant. Ja. Dann haben wir den all-time favorite Assassin's Creed Unity. Ja. Letzten Assassin's Creed, den ich hatte, war den Fire? Black Flag? Nee, das ist. Das ist der Fair, ne? Nee. Also filmisch Fair. Ah, ein 3. Also ein 3, ja, den mit an Amerika. Amerika, ja. Ja, genau. Und das war ja anscheinend auch mehr von den Schwächsten, den ich dann durch Zufall erwischt bin. Ja, da dachte ich, gut, Mann auch gute Bewertung für den, wie die anderen Dinge. Vor allem, weil mega buggy war. Meine Version war auch ganz, ganz schlimm. Ich hatte mehr oft wie ein bisschen eine Mission ganz früh aufhängt. Ah, das ist gut. Ja, mehr der Black Flag war ja anscheinend auch gut. Ja, da hast du beschließt. Best Pirates of the Caribbean. Ja, genau. Und was ich dann eben da noch hören also eben, dass Ubisoft drüber noch gehört wird, für vielleicht den Piraten-Deal beim Schiff von Assassin's Creed-Deal zu trennen. Natürlich, dass du E-Spiel hast, wo sich nicht mehr auf die Schiffe konzentrieren, auf die ganze Mechanik da. Und dann eben das andere, dass eben typisch Assassin's Creed, wie man das eben noch bei Unity gesehen haben. Und ich muss so nicht gesagt haben, interessant ist. Den Fire 4-Player-Koop-Modus, der sieht wirklich cool aus, ja, definitiv. Du musst da gucken, du musst einfach noch mehr Gameplay gesehen für den Knaps zu entscheiden. Mein Lastu war so gut in den SCQ 2. Also, du bist doch noch Deckfilm am um Steam, Leute. Ja, muss ich noch spielen. Ja, mir ist wirklich gleich aber cool aus. Also, ich war so, ein bisschen so, nämlich so zufrieden, du Mann. Ja. Mit dem Koop schon lange. Allgemein sind nicht viel Koop-Spieler, oder? Ja, nicht viel Koop-Modus. Mit der Sache, weil die Entwickler auch merken, okay, wir müssen ein Spiel, das sich über lange Zeit verkauft, und du findest, muss dem eine Multiplayer, weil es die Story bis ein Gedürsch ist, ganz viele Spieler packen nicht für den Wiederspielwert rumzukriegen und irgendwie extra Bonus oder extra Missionen oder so. Das meine ich nicht. Ja, du weißt.
Und da also die ganze Multiplayer-Hype, den du löst immer mehr umkommen. Und also, ich meine, wenn du guckst, am Anfang mit Call of Duty gefangen, dass wir so viele Leute, die einfach Multiplayer spielen. Und die Leute müssen, die Entwickler müssen aber auch einen neuen Modus bringen, was Multiplayer, einen neuen Twist beim Multiplayer bringen, weil sonst stechen sie auch nicht raus, wisst ihr, weil Assassin's Creed, für die Assassin's Creed 4 drin hat ja auch schon genehm Multiplayer. Ja. Und das aber nie so, du wenigst aufgehört, also das war aber noch nie der Hauptverkaufspunkt von Assassin's Creed. Ich meine, den Coop-Multiplayer kann auch wirklich cool gehen. Jo. Dann, haha, Diskussion. Ja. Battlefield Hardline oder Call of Duty Advanced Warfare. Also nicht oder, aber einfach mal so. Bei erstens mal war die Präsentation von Hardline wesentlich besser auf der E3, meiner Meinung nach. Hast du gesehen, dass sie hatten ja zum Schluss hatten sie auf einem Gebäude, oben im Dach, beim Heischhaus, oben im Dach hatten sie so Spielstationen abgebaut, zum Schluss von der Pressekonferenz von EA. Und dann haben sie gesagt, ja, der könnt ihr die ganze Zeit Livestream gucken und lo, genau lo könnt ihr auch ein Beta schon testen, dass sie auch mega gut kommen. Ja. Das war ultra hype. Ja. Und ja, die Präsentation war einfach besser. Weil es um das Spielprinzip geht, ich bin Call of Duty, war ich ein mega Fanboy. Ich meine, ich bin da teilweise bei Modern Warfare 2 und ich habe da 6 Stunden pro Tag teilweise gespielt. Also, es war unmöglich. Ich denke, es dann aber blöd gehen. Call of Duty. Ich war so von den Kiddies. Nee, ich war. Wie alt war ich da? 17, 18. Ja. 18, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ja, war cool. Aber Call of Duty sieht man mittlerweile gut nicht mehr. Aber Battlefield Hardline fand ich im Prinzip cool. Ich muss aber gucken, da muss ich noch gucken, wie gut sich die. Ich fand cool, etwas anderes zu machen. Aber da muss ich noch gucken, wie viel Individualität kann ich nur an die Missionen rüberbringen. Kann ich sagen, okay, ich will gerne von oben durch den Dach an die Bank rüberkommen oder ich will mich gerne durchbuddeln oder was auch immer. Kann ich da so viel selber entscheiden, wie ich das aus einfach von einer linearen Mission an einen Multiplayer. Weil wenn das Last so trifft, dann nee, dann interessiert mich nicht, wenn mehr individualisierend aus. Dann kann ich gut. Ja, okay. Ja, ich muss so, ich war am Anfang so Battlefield Hardline, ich mich mehr frech gelacht. So, ich weiß nicht, das ist schon einfach, die von Anfang an nicht blöd fand. Ja. Du hast nie Gangster-Gendarme gespielt, wie es klang weiß. Ja. Ja. Können wir ein bisschen wie das hier? Ja, wie das ist schon lange dachte ich so. Ja. Ja, für mich war ich spiele kein Battlefield, ich habe noch nie Battlefield gespielt. Ich spiele aber ein bisschen Mod, ne? Und dann den Hype so war. Keine Ahnung, ich weiß nicht, Battlefield ist für mich so. Battlefield! Der Krieg. Ja, so ja, Wüste, Arschstab. Ja, Call of Duty, also auch, dass ich auch noch mehr futuristisch gehen. Das an dem Sinn. Mehr, wenn du noch was mega gepusht bei Hardline, dass eben, dass sie gesagt haben, okay, als Story geht mega gut. Sie würden da. Allmählich Writer, also okay. Schriftsteller oder wie das soll nennen, ja. Und sie engagiert, für eben eine gute Polystory zu machen. Am Ende ist ja auch am amerikanischen Fernsehen, dass die ganz Polystrama-Storien, Serien, dass die mehr gut kommen. Und das ist ja am Funk das, was auch du wolltest machen. Und sorry, soll anscheinend richtig gut sein. Du musst ihn dann natürlich gucken. Das war aber noch nice. Ja. Also, das war immer so. Ja. Call of Duty hat ich auch mal gespielt. So. Also die wirklich 3 Stunden Kampagne. Ja. Also die wirklich betont, okay, das wie eine amerikanische Cop-Serie quasi. Okay, cool. Next ist, gehen wir bei Nintendo rüber und da haben wir auch ein paar interessante Sachen. Ja. So, dich mal mit Zelda aufhängen. Zelda. Neuen Zelda. Zelda. Ja, auf jeden Fall schon Zelda. Zelda. ja, neue Zelda, keine Ahnung. Das ist nicht viel gewesen. Grafik, ich fand den Grafikstil mega cool. Weil ich fand schon, ich war ein riesen Fan von Skyrim, oder sind auch mal ein riesen Fan von Skyrim, beziehungsweise Elder Scrolls. Ja, ich weiß, das ist eben vom Prinzip her, du bist eben eine riesige Welt, die du kannst erkundschaften, ja. Und viel mehr frei, du kannst, alles was du gesagt hast, du kannst doch hingehen. Und das finde ich eben bei Skyrim zum Beispiel schon mega cool fand. Und das soll eben dann auch quasi Zelda sein. Und das Prinzip fand ich cool, Grafik ist mega cool. Ich fand den Link gesagt ziemlich witzig aus. Am Sinn von, dass du ganz leicht wie Mädchen ausgesagt. Weil sie sollte ja. Also sie sollte ja, dass sie nicht gesagt hat, dass es der Link wäre. Ja, mir gleichzeitig schon Javelot irgendwo gelesen. Ich weiß nicht, ob das nur Gerücht war, aber auch immer. Mir das hat tatsächlich aber noch männlich soll sein, die Person. Weil sowieso, ich meine, nicht die Wutz, ne?
Das kann auch sein, weil bei den Allen Zeller Spielern hat er nämlich, oder an einem Allen Zeller Spiel, hat er nämlich auch eine Wutsmännisch. Ja, das kann sein. Täuschen. Keine Ahnung. Ich habe schon gesagt, du bist so mal, das ist nicht so jung wie den Queen of Time Youngling. Nein, Teenager wäre so. Ja, genau. Also ich fand visuell mega interessant. Ich war am Anfang so, ja, und dann so, Charakter denke ich, bist du die Comics, da kann ich weiß so, nee, und dann hab ich es nicht gesehen, ich weiß so, nee, weil ich auf Funk von Skyward Sword war, absolut okay, so mega schief und so von der Grafik, mit das aber im Endeffekt eine coole Grafik wirst. Ja. Aber da geht nur aber mehr so, noch mehr dazwischen, zwischen Skyward Sword und The Wind Waker, du willst es auch gut. Also ich fand, ich muss so in Skyward Sword schon auch vom Visuellen nicht so cool fand. Ja, das. Das war mal ein bisschen zu. Zu Baby. Ja, schwer zu beschreiben, war zu simpel gehalten, habe ich das Gefühl. Mir der Dunner ist aber noch relativ komplex. Das Comic, aber nicht so ganz. Das ist alles. Ganz, wissen, das ist nicht ein großes Flash von einem Farbe, was quasi. Das wirkt wirklich aber noch ein bisschen komplex vom Stil her, was ich wirklich cool fand. Das ist, was ich auch verschwört fand, dass das nicht mehr gewesen ist. Ich habe Gefühl, wie wenn sie einfach hatte ein bisschen mehr weisen. Weil viele Leute behaupten trotzdem, dass Nintendo D3 gewonnen hat. Ich fand, wenn sie wirklich nach Zelda mehr gewesen hätten, dann hätten sie gewonnen. Ja, ich war ein bisschen enttäuscht von der Vorstellung, muss ich sagen. Ja. Dann hast du mal ultra gehypt und alle, gell? Super Smash Bros. Für die Wii U und für den 3DS. Ja. Den war ich zu rasch, gebe ich mal behaupten. Weil. Also die Pro, also am Profibereich hast du so, dass die Leute den Melee mega gut fanden, weil er eben so sehr aus und weil er sich sehr spielt. Aber als Technik ist. An Technik ist, weil er. Anscheinend von dem, was ich gelesen habe, also den neuen Super Smash Bros. Also zwischen dem Melee und dem Brawl von der Schnelligkeit. Was ich okay fand, also gute Kompromisse, denn Sakurai will ja nicht unbedingt, dass das so soll gehen wie Melee. Anscheinend vom Fallen und vom Flayen und so, also anscheinend ein bisschen floaty, natürlich. Das noch, bei Brawl war ja auch das Problem, dass er so quasi mega durch die Luft gesegelt, also ein bisschen. Und das ist anscheinend da auch noch nicht ganz fort. Das von dem, was ich gelesen habe, ein großer Kritikpunkt von den Profispielern oder denen, die das gut können. Charakter sieht mega cool aus, Grafik ist mega gut. Ich fand Stages sieht gut aus. Also ich fand schon genial. Das muss ich einfach gut spielen, ich werde mir egal weg kaufen. Ich werde egal weg. Mindestens 200 Stunden dran stehe ich wahrscheinlich. Wie hast du mal 3DS? Spiel, kiffst du da doch? Ja, das soll mich später bekommen. Das soll leider nicht am Sommer. Sommer. Am späten Sommer. Ja, ganz späten Sommer. Das ist 3. Oktober, oder? 3. Oktober, ja. Ich kaufe mir egal weh, weil ich nicht was manchmal das sucht, die sind. Und so lange, was ich auch höre, nur vom 3DS. vom 3DS. Das anscheinend aus dem Bildschirm zu klein. Natürlich. Etwas schwerer zu gesehen, wen aus, wenn er Lotto Feuer spielt, ist ganz schwer anscheinend eben zu sehen, was für ein Charakter er nehmen lässt. Was gut ist, ist, dass ich den 3DS XL bin, oder XL 3DS, oder wie nicht. Das heißt, du hast dann eine kleine Fehler. Puh. Naja. Ja, okay. Dann noch ganz kurz zum Amiibo. Amiibo. Ich fand nur ein bisschen blöd. Ich habe ein Gefühl, weil du etwas wesentlich Besseres hättest machen. Du hast viel Potenzial. Vielleicht war du schon Ami. Ja, das war ja klar. Also, das war ja Express in dem Sinne. Ja. Amiibo. Vielleicht hast du irgendwie einen Sinn dran, den ich nicht kenne. Das könnt ihr da irgendwie in den Kommentaren schreiben. Ich hab noch von Ami, Französisch. Amigo. Spür nicht, Amigo. Keine Ahnung. Kasim, Amigo. 2i. Okay. Egal. Figur selber, ich fand sie mega gut aus. Die Auswahl, also okay, bis los. Ich meine, sind 10 Figuren, die am Anfang rauskommen. Das ist nicht genial. Ich hätte mal gerne so Bowser gehabt oder so. Das ist okay. Charakter dabei, wo ich so, okay, den will ich unbedingt. Genau, ein paar Figuren, die extra gut ausgesehen. Ich fand den Villager, den passt mega gut zu den Figuren am Stil hier, weil der so simpel gehalten ist. Du siehst gut aus, obwohl der Villager selber nicht unbedingt einen interessanten Designer ist. Samus sieht mega, mega gut aus.
Das, also du nicht Figur. Schon mal so nicht geguckt. Nee, also. Lust Marek. Also da musst du ein Katzen mal so gucken, das ist wirklich. Peter, das ist mehr gut aus. Link, ja, aber du nicht Gefühl, wo ich gesehen habe, dass Detail ein bisschen verkackt gesehen. Weil der so der detailreiche Charakter ist, dass ja. Das nicht so proper ausgesagt. Mit der Tüste so Figur. Ja, ich bin doch kein Expert gleichzeitig. Ich werde mir wahrscheinlich. Ah, ich weiß nicht. Weil voilà. Wenn nicht mehr Figuren wären, dann gehe ich so, ja, pf, keine Ahnung, ich kaufe mir die nicht mehr. Weil eben noch die Funktion wird, dass in der dann super Smash Bros. Charakter gehen und dann die gegen den Kampf kommen, dass sie ins Upleveln kommen, dass sie seinen Charakter individualisieren kann. Das sind mega coole Aspekte. Von daher muss ich gucken, was für Charakter. Ich muss mal überlegen, nicht was für Charakter ich am coolsten fand, sondern was für Charakter ich am liebsten nie, wenn man kämpfen hat, sozusagen. Weil, wenn Strategy. Weil ich werde wahrscheinlich am Anfang mal Mario spielen bei Super Smash Bros. Einfach weil mir eben vom Balancing cool gefällt. Du willst kaufen, obwohl ich gleichzeitig schon Mario Figur aber am coolsten natürlich, die kaufen ich mal aber nicht. Ich muss gucken. Ich fand Figur mega cool, ich fand Prinzip mega cool und Nintendo wird so viel zu damit machen. Das ist unmöglich. Also die Reaktion, die ich online gesehen habe, das war wirklich, hey, ich wollte mir einen suchen und verschwand, also, nicht, also macht neue Figuren quasi. Ja. Ja. Prinzip fand ich gut, auch dass in der Zukunft mit anderen Spielern wird kompatibel sind. Ich meine, da wird Nintendo richtig, richtig viel zu machen. Yes. Ganz kurz, was ich noch cool fand, den neue Yoshi. Yoshi's Woolly World. Fand ich cool vom Grafikstil, fand ich ultra genial. Ja, ja. Das, das ist noch besser wie Kirby, meiner Meinung nach. Ja, das ist noch besser. Das ist ultra speziell. Hm. Keine Ahnung, was bei Kirby das Problem war, bei Kirby's Epic Yarn, ja. Das war, dass Gameplay zu simpel war und das Spiel viel zu einfach war. Du konntest nicht sterben? Nee, du konntest manchmal nicht sterben oder nicht mehr ganz, ganz schwer. Ja, ihr selbst hat auch gelesen. Ja. Das ist auch der Grund, warum ich mir schlussendlich nicht gekauft habe. Weil es war wirklich schlussendlich auf Kamera zugeschnitten. Ich hoffe einfach nur, dass bei Yoshi so machen, dass es trotzdem noch einen gewissen Schwierigkeitsgrad ja. hat. Rätseln auch nicht so. Ich fand den Grafikstil mega cool. Ich meine, wenn ich es spiele, dann werde ich einfach für Süßheit den Ekel kriegen. Also, weil das, was ich auch erinnere, das war bei Epic Yarn, dass die Musik in einer Zeit schon mega auf die Geist gegangen ist, weil die so happy, super glücklich ist. Und ich muss einfach testen, dort Reviews gesehen und dann überlege ich mal was. Okay. Dann, oh, Project Spark mit einem Newcomer! Den Conker! Ich fang genau von oben an. Ja. Also, lange so, du hast einen Trailer gesehen, so, du hast gerade Conker so ran, scheiße, der Tingo, okay, Spiel. Und dann so. Oh, oh, oh. Ja, dann macht er eh ein Spiel mal mehr. Du weißt schon. What? Ja. Ja. Du, warst, bisschen... du kannst mir über Project Spark. Ich hatte schon ein bisschen mit dem Hänger oder so. Wie lange da so. Schon wieder so. Das kann lo, dass du direkt so ein Übergang wäre und ein Night Conker spielst, so mega lustig so, ne. Ja. Ich fand von Project Spark so lange nicht so, bis ich nicht den Level Designer gesehen hat. Weißt du, den Editor? Ein Foto von dir. Nee. Nee, nicht Level Designer, Level Editor. Also den wusste kannst du im Level zusammenbauen. Ich muss schon ein Foto von dir. weil das ist so, dass du einen schönen Deal vom Spiel. Es sieht so aus, wie wenn ich ganz viel könnt machen. Schlussendlich könnte aber darauf un, wie einfacher das wieder zu machen. Ich fand den Grafikstil auch nicht so aussprechend. Das ist ein bisschen wie Microsoft. Nicht, wie hieß die Figuren? Microsoft Mii, also die Xbox Mii oder was ist das? Ah, ja. Irgendwie bringen sie nicht fertig für. Oh, ja, die, genau. Irgendwie bringen sie nicht fertig für so ordentlich Avatar mega mega zu machen. Also ich fand die Figuren einfach nicht interessant, ich fand die allen. Es kann auch wirklich cool gehen. Also es kann wirklich, wirklich cool gehen. Du könntest einfach darüber, was Community du machen möchtest. Und wie gesagt, wie eben den Editor sich spielt und ob das einfach ist. Das hat viel Potenzial. Das ist eben Fantasie. Ich kann alles darüber bewegen, der eben benutzt kann gehen, auch wie es benutzt wird. Ich fange auch an, den Mario Maker. Ja, aber den, auf der anderen Seite, du hättest ja schon direkt gesehen, wie du das möchtest. Und ich meine, weil du hast ja schon am Computer gehabt zu die mega schwierig Mario Leveln. Ich weiß nicht, wie das heißt. Die, wirst du verarscht gesehen. Ja, genau, wirst du verarscht gesehen. Und das heißt, der Böse war schon doof, um die Leute für selbst zu machen.
Und ich meine, das wird richtig aufhören. Schön viel, wenn da wirklich viel Level wird kommen, aber auch viel kreativ Level, meiner Meinung nach. Sachen, die so schwer sind, aber gleichzeitig so kreativ, dass Nintendo-Leute das nicht konnten oder nicht wollten machen. Ja. Ich denke mal so, ich ging mich noch nicht so viel amüsieren, so ein Schlummel, viel Level zu machen, vielleicht welche Arbeit dann um halb ich weiß nicht. Aber keine Ahnung. Wenn aber wirklich so ein anständiger Online-Service da ist, dass die Dinge auch kriegst, dann. Das hat aber vor mir ein immer neuer Level. Du weißt, ich meine, das hat wirklich Potenzial. Und ich hoffe einfach, dass sie das so mega billig anbieten, so für 15 oder 20 Euro. Weil da gibt es richtig viele Leute, die Menschen kaufen und auch viele Leute, die spielen. Das hat Potenzial, meine Meinung. Es sieht so einfach aus, für so Level zu machen. Ich fand cool, dass du kannst Oldschool-Grafik und die neue Grafik, die New Super Mario Bros. Grafik machen. Davon war ich am Anfang mega genervt, weil tschüss die A-Grafik wäre schon so, ja. Ich muss ja sagen, dass die A-Grafik besser ausgesagt meiner Meinung nach, wie die neue. Ich fand so New Super Mario Bros. Grafik von so allen. Das ist ohne Charme, das ist so plastisch. Keine Ahnung, ja, sowieso fand ich auch die Spieler und so. Ja, nee, effektiv nicht. Weil ich fand den Sprung bei Mario fühlt sich nicht gut. Fühlt sich so ein bisschen so wenn sie so aufheben oder so ein bisschen schweben. So. Ich fand ein bisschen komisch. Und beim A-Mario fühlt sich viel besser. Okay. Naja, nochmal noch etwas, und zwar The Crew. Ja. Ich bin kein Rennspiel-Fan, sonst viel Rieder aus. Doch nicht. Mehr. Ich bin noch ein bisschen skeptisch, also ich erkläre für dich, was sie empfehlen mit The Crew. Du hast Online-Multiplayer eben, du hast eine riesige Welt, und zwar, also weil du hast einen ganzen Kontinent quasi, Ball, das ist von USA, von der Süd. Oh, Südcoast, ja, Südcoast. West Coast zu der East Coast. South Coast. ja, natürlich kannst du dich ganz USA durchrasen. Ohne Löhne Zeiten. Was faszinierend ist. Das kann ich wirklich. Das, also, ich meine, für einen Rennfan ist das ein Drama quasi ein bisschen. Ich weiß nicht, ich werde, wenn ich jetzt viel Söhne kaufe, ich mal vielleicht denke, ich meine, das wird nicht viel kommen. Es sieht richtig, richtig gut aus. Da selbst neu ist, dass man Multiplayer, dass den so gut integriert, dass, also wenn dem so klappt, wie es jetzt so, dass du einfach kannst rankommen, du kannst andere Spieler begegnen, du kannst cool Battle machen. Den Aspekt fand ich auch mega cool. Dass eben, und dann ist es eine ganze Weltkarte, was du gesagt hast, die verschiedene cool, gerade in der WC. Ich meine, das gibt's. Das ganze Spiel für Rennfahren, den wird du Stunden nach Stunden nach Stunden ran investieren. Mhm. Ja, ich bin von den allerersten Trailer, was ich ultra, also wie soll ich sagen, ultra enttäuscht und die geht ja so lange an. Aber das ist der Drive Club, ich weiß nicht mehr. Also den echten Trailer von The Crew, weil ich war den mit so mega geile Beat, aber wo du dann so die Stecker von einem Auto gesehen hast, die im Druck. Nee, ich meine, das war dann Drive Club. Ah, das ist das, wo sie so ultra lang die Nummer schon gehabt haben, war der Drive Club, ne? Schon 10 Jahre die Nummer reserviert hatten, irgendwas, ne? Schon viel, aber nur ganz viele Fehler so, okay. Und der erst gerade so Facepalm macht. Wir können ein RL-Auto führen. Ja, das geht ja durch, ne? Ja, mir ich fand einfach noch cool, wirklich einfach so, kennst du dann so vorrufen willst, das ist ja wirklich. Ja. Ja, okay. Dann noch ein letztes Thema, ein Jump'n'Run für Sony, Little Big Planet 3. ja, ich fand ihren Erfolg für neue Figuren ranzubringen, fand ich gut. Ich fand, Präsentation ist die gesehen. Die Präsentation war mega peinlich, ja. Aber mega peinlich. Aber ich weiß nicht, ob der Frau ihre Controller fragt war, weil das ein bisschen dünner ausging, ob sie einfach so scheiß war. Ja, ich weiß nicht. Ich meine, der Controller war ein bisschen für die. So ein Schatz war voll. So das, weil das einfach, ob von einem Moment auf den anderen, also, ob immer nur links gegangen oder so. Das hat sich gut bewegt, keine Ahnung. War ganz komisch. Ja, also, Präsentation war ein bisschen null. Ja. Und sie war viel zu lang. Sie hat wirklich mega im Tempo verloren, weil sie einfach nicht vier kommen, sie mit ihren ganzen Leuten. Und ich will auch Little Big Planet hatte ich auch für meine Playstation, wo ich eine Playstation hatte, den ersten Teil. Und anscheinend wird sich die Steuerung und so und Feeling wird sich anscheinend nicht viel verändert. Natürlich, du hast nochmal den komischen Jump, dass den auch so mega floaty ist. Und
Es fühlt sich einfach nicht so responsive auf Englisch. Und natürlich, du drückst den Knöpfchen und dann dauert so ein, wenn ich gefühl, ein halbe Sekunde oder so, bis es springt. Und es fühlt sich, was beim Jump'n'Run einfach das Wichtigste ist, dass es mega mit der Steuerung und dass es sich gut anfühlt. Das tut Mario teilweise gut und das tut Rayman mega gut. Little Big Planet war ich von der Hinsicht, also was ich da nicht so wirklich, was ich nicht cool fand. Was Elo mit Level machen kann, das ist eine andere Sache. Also ich werde mir wahrscheinlich nicht kaufen, einfach weil ich von der Steuerung hier so enttäuscht bin. Aber schon der gut, das sieht wirklich gut aus mit den neuen Charakteren. Okay. Also gut davor. Ist aber gerade angefangen aus. Ja? Bin ich gut fertiggestellt. Hey, ich bin der Bombusmasher, der Administrator von Videogames.lu. Sascha ist ein Vollprofi. Voilà. Okay, das war was. Was nennst du so? Bitte, ich reise. Ich reise mit Mama! genau, das ist einfach gut. Merci für das, mich frei hast. Ich meine, ich bin gerade ein bisschen, du lässt ein bisschen lang, ich warte. Da könnt ihr auch so machen, dass da einfach. Bild fortnacht und das quasi als Podcast benutzen, einfach im Hintergrund laufen los. Das kannst du vielleicht am Anfang beschreiben. Das kannst du so hin. Oder was hat ja. Das hat könnte machen, weil er nicht gelesen ist. Maja. Okay, Maja. Merci gesund. Merci auch. Bis dann. Ciao. Dance. Oh, Dance, Handschuh. Wie kommt man das? Vergiss.